Sie mailen zu viel. Ja, genau Sie. Sie mailen zu viel. Wie ich das wissen kann? Na, genau genommen kann ich das gar nicht wissen. Aber warum ich es trotzdem sage, das erkläre ich Ihnen gleich. Bleiben Sie dran. Gehirngerecht mit Alexander Plath. Wie komme ich eigentlich auf den Gedanken zu behaupten, dass Sie zu viel mailen, also zu viele E-Mails schreiben und verschicken? Das war schlicht und einfach geraten, aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Denn Studien zeigen, dass wir viel zu viele E-Mails verschicken und vor allen Dingen, dass wir auch zu selten mal zum Telefonhörer greifen oder ein persönliches Gespräch suchen. Und es ist nachgewiesen, dass wir a. glücklicher sind, wenn wir weniger mailen und mehr persönliche Gespräche führen und b. dass wir in vielen Fällen auch sogar effizienter arbeiten. Ich rede nicht davon, wenn ich mal eine schnelle Antwort haben möchte, dass ich nicht eine E-Mail oder auch eine WhatsApp oder sonst eine Nachricht schicken kann. Doch je komplexer es wird, desto eher sollten wir zum Telefon greifen und je eher es auch etwas ist, das emotionale Komponenten hat, bei dem also etwas dabei sein könnte, wo jemand sich falsch verstanden fühlt, das was mit Emotionen zu tun hat, je mehr wir das Gefühl haben, das ist so, desto weniger sollten wir eine E-Mail schreiben. Denn egal wie viele Emojis wir für die Emotionen in die E-Mail reinpacken, letzten Endes, das funktioniert nicht. Eine E-Mail kann nur eine faktenbasierte Information sein. Und immer wenn es menschelt, wenn es persönlich wird, lieber die Finger weg von der E-Mail, lieber telefonieren, lieber persönlich mit jemandem besprechen. Und dazu, wie bin ich dazu gekommen, dieses Video zu machen? Weil ich gelesen habe, es gibt eine aktuelle Untersuchung dazu, dass eine persönliche Frage immer die E-Mail schlägt. Sowohl vom, wie ich mich damit fühle, also vom Glücksfaktor, als auch von der Informationsdichte, die ich bekomme, oftmals sogar bekomme ich akkuratere Informationen. Denn genauso schnell, wie ich eine Frage mal boom per E-Mail rausschicken kann, genauso schnell kann ich eine schnelle und vielleicht falsche oder teilweise falsche Antwort zurückschicken. Deswegen, wir kommen nicht mehr aus ohne E-Mail, doch wir alle E-Mailen vermutlich zu viel. Deswegen lassen Sie uns weniger E-Mailen, lassen Sie uns mehr miteinander reden, lassen Sie uns direkt Fragen stellen. Und dieses Video ist auch Teil meines Selbstführungskurses. Deswegen für diejenigen, die zum Thema Ziele erreichen noch mehr wissen wollen, den Kurs gibt es die Infos dazu unter dem Video. Generell aber, wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich auf ein Gefällt mir und ich freue mich auch auf die Diskussion. Wie sehen Sie das? Sind Sie der Meinung, dass wir doch mehr E-Mailen sollten? Wo setzen Sie E-Mails ein, wo nicht? Wie sind Ihre Erfahrungen? Sagen Sie Ihre Meinung. Lassen Sie uns diskutieren.